Trotz großer Rückhalt tut im Tor sich der Huber Luis hervor. Sind die Schüsse auch gefährlich? Unser Luis pariert sich herrlich. Kommt von links ein Stürmer an, muss er schon zeigen, was er kann. Denn der Daniel Schenk wartet dort und haut sofort den Ball im Fort. Drüben auf der anderen Seite steht der Martin Weber, liebe Leute. Dem Gegner, der nach vorne drängt, zeigt Martin, wo der Hammer hängt. Auch in unserem Mittelfeld sind wir glänzend aufgestellt. Den Tobias Schwarzmüller hält im Lauf nicht so schnell ein Gegner auf. Stark spielt auch der Benny Katzer, der macht kaum mehr einen Patzer. Setzt er seine Technik ein, macht er so manchen Gegner klein. Fußball macht ihr großen Spaß und auf dem Spielfeld zeigt sie das. Eva Maria Meier geht knallhart zur Sache. Männersport, sagt sie, dass ich nicht lache. Wer schnell und lange laufen kann, das ist unser Weißenborn Bastian. Er macht auch 3-4 Gegner nass, nur manchmal fehlt halt der letzte Pass. Manchmal vorn, manchmal auch hinten, kann man den Johannes Wasmeier finden. Denn der Yogi Jojo ist flexibel und das finden wir nicht übel. Zeigt der Schiri Freistoß an, dann muss unser Timo Stiegelmeier ran. Thomann, gib Acht auf deine Finger, denn das sind ganz schön scharfe Dinge. Unser 10. Mann im F-Trikot ist der Schwankel Mario. Als Joker lässt er es schon mal krachen, er soll halt mehr Spiele machen. Die Trainer. Seele der Mannschaft ist der Hans Weißenborn. Und nehmen die Spieler ihn auch manchmal aufs Korn, so bleibt er auch fast immer ganz gelassen, außer die Spieler dann Torschancen auslassen. Und glücklich ist er ganz ohne Bedenken, wenn er kann sich selber ein Weißbier einschenken. Vom Katzer Martin gibt sowieso nichts Schlechtes zum Sagen, weil er wird sich selber gewiss nicht schaden.